Servus, Grüezi und Hallo. Willkommen zurück zu noch einer Folge Kona für die Nintendo Switch. Und wir befinden uns im Wagen, denn wir fahren jetzt gerade wieder weg hier. Sind hier sozusagen... Ist gerade verkehrt? Ah, okay. Sind hier bei einem Patrioten im Haus gewesen. Und versuchen jetzt mal hier wegzukommen. So. Stimmt hier unten längs irgendwie, ne? War auch ein bisschen zäh. If Carl had at any point wished to get his hands on some caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. Gut, also hier können wir auf jeden Fall das Zeug machen, was der andere Typ von uns haben wollte. Verstehen? Einmal kurz gucken auf die Karte. Wir müssen jetzt eigentlich nach links, ne? Ja, wir grasen auch das letzte Haus da ab. Ein bisschen schwerfällig der Wagen, wie man sieht. Aber auf jeden Fall, wenn wir das andere jetzt auch noch finden, dann können wir wirklich was von diesem Karabu machen und uns ein warmes Jäckchen holen bei dem verrückten Franzosen mit der Knarre, der uns gleich ein Loch in den Kopf schießen wollte. Ah, noch ein Stückchen, ne? Ah, noch ein Stückchen. Lass die Karte mal auf. Ein bisschen mehr sehen. Ist natürlich wie so ein GPS da unten, ne, auf der Karte. Oh, das lädt neu. Heißt, wir kommen wieder in Richtung des Hauses. Gestrichene Linie auf der Karte, kann ich da irgendwie vielleicht einfach geradeaus weiterfahren oder durch die Schneegestöber, durch das Schneegestöber? Ich glaube nicht. So, wir müssen hier was zu essen finden nochmal. Das wird echt langsam auch unser Knackpunkt werden hier. So. Ob steht da. Gut, stellen wir nochmal aus. So. Warte weg. Ja, wir können hier aussteigen. Na jetzt. Na gut. Mal gucken, warum hier Stopp steht. Kann jemand für irgendwas warnen? Sometimes, and especially around here, people are so possessive with their land, as a dog is with hydrants. Okay. Ein Bäckchen. Hier halten Sie die Zündkerzen, die Sie für Ihren Shidoa Olympic bestellt hatten. Das ist ein sehr beliebiges Modell, deswegen ist es schwierig, in der gewohnten Zeit neue Ersatzteile zu finden. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Werkstatt Potwin und Söhne in Chiroboromau entschieden haben. Von den Grünen, Mr. Potwin. Gut. Nehmen wir das so mit. Brauchen die anscheinend ehrlich. So, hier können wir jetzt durch. Rein. Das Tür aufmachen. Nacken wir doch kurz. So. Dann gehen wir mal rein. Hoffen wir, dass er nicht da ist und uns gleich in den Kopf schießt. Lamotts Werkstatt. Und überall diese Eiskristalle, was das wohl zu bedeuten hat, ne? Gut davon. Halten wir mal, sicherheitshalber. Aber weg. Ah! Was ist da denn passiert? Oh, was war das denn? Hab ich das nur geträumt? Baut er sich hier ein UFO? War das? War das so? Sehe ich da? Mach da. Hä? Was ist das? Was passiert hier? Ja, was passiert? Eieiei.
Freunde. Ist das wirklich so ein UFO hier? Hat das Ding irgendwie gefunden? Was sind Außerirdischen zu tun hier? Man friert das gerade wieder da hinten wie Sau. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen kann gerade. Aber rausgehen? Raus kann ich auch nicht gehen. Ich kann nur das Radio anmachen. Seht ihr jetzt? Mit dem Licht? Das ist doch crazy. Da kann ich auch nichts machen hier. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Hier so ein bisschen wer rum. Was ist da oben? Hä? Öffnen. Hier los. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Ah, jetzt kann man es schon untersuchen hier. Raumschiff reparieren. Ha! Okay, das kann man wohl noch nicht. Aber sie war doch echt ein Raumschiff. Kann ich mal alles angucken? Okay, Zange haben wir auch. Ah, hier ist eine Kiste, okay. Ist doch crazy. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around. Naja, wahrscheinlich ist er davon. Das stimmt. Wahrscheinlich ist er fasziniert davon, weil er irgendwie Außerirdische gesehen hat. Dann klar fasziniert ihn das denn. Eine unbenutzte Falle, die unbenutzt bleiben sollte. So viele Flaschen Orangensaft. The week of October 5th, thought Carl. That was this week. The plug should have been here by now. Die ist auch schon da, die haben wir schon mitgenommen. Kleinen grünen Männchen. Aber wir müssen hier noch ein bisschen was ins Auto packen, dann anscheinend. Wir packen was ins Auto, damit wir ein bisschen ein paar Sachen wieder einsammeln können. Das ist schon ein bisschen crazy, wenn ich es reinpacken könnte. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still had. So. Ich habe natürlich immer noch nichts gefunden, das macht aber auch nichts. So, pass auf, fangen. Packen wir. Packen die auch mal weg. Die Kanister packen wir auch weg. Hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. So, wir werden noch was finden. Wir holen jetzt ein paar Sachen hier raus. Und dann finden wir ja vielleicht was. Ja, nochmal. Also. Hier sind wir die Schrauben drin gewesen. Nehmen wir mit. Wer weiß, ob wir die nicht brauchen können. Und diese blöde Zange hier nehmen wir auch mit, die wir gefunden haben hier. So. Er war hier aber nicht. Nee, aber vielleicht finden wir noch mehr was. Er war jetzt nur in der Werkstatt. Du warst ja ziemlich eingefroren, der Gute. Gehen wir ins nächste Haus.
Haupthaus sozusagen. Wer bleibt schon in der Garage? Da steht hier ein Telefon draußen. Mal anrufen? Perhaps someone was expecting an important call. In any case, that person's in for a long wait. Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area. Okay. The milk was sorted by color, from the whitest to the greenest, or in other words, from the freshest to the sourest. Hamilton, ich bin nicht mehr dein Hund. Ja, das ist der Typ, den wir ja besuchen sollten. Schneemobilski. Gut ist natürlich, dass wir den haben. Wir haben eine Zündkerze dafür auch noch. Nice carillon. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Das stimmt, da hat er recht. Na, guck mal hier. Carl had a hunch that there had got to be a plan somewhere that could help him put this thing back together. Ja, bestimmt hin. Ich glaube, wir gehen mal rein, dann fangen wir wieder an zu frieren hier. Oh, da ist noch eine Kiste. Was hier draußen, können wir nichts mehr von gebrauchen. Anscheinend, vielleicht kommen wir auch gar nicht rein. Doch. Okay, ein kleiner Messi, wie man sieht. These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Was nix? Oh Mann, ist mir schnell aus dem Pümpel. Untersuchen. Offensichtlich sammelt Lamotte Steine. Was tut er wohl? Ich kann ein paar Dinger kaputt machen hier. Nee, das geht nicht. War nichts drin. Konnte man zwar öffnen, aber ist nichts drin. Das ist ein Spiegel, der kaputt ist. Bedienungsanleitung. Fahrwerk. Das Fahrwerk ist viel zu viele Teile. So ein Ding auseinanderzunehmen ist leicht, aber es ist wieder sonst. Ski, nicht bei der Arbeit ertrinken. Nicht bei der Arbeit trinken, nicht. Okay. Ich bin erst gestern gekommen, um mir bei der Arbeit zu helfen. Ganz blöde Idee. Ich habe den 1G, den wir dabei verloren haben, immer noch nicht gefunden. So, mal gucken. Brief von der Polizei. Sehr geehrter Lamotte in Roswell. In Antwort auf Ihre Anzeige. Atamipek. Same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Glauben die ihm nicht, natürlich, klar. Aber hat er da sowas ja gefunden eigentlich schon? Oder hat er das Ding selber gebaut? Man weiß es nicht. The man has a passion for intergalactic things. Back then, people were obviously scared of the Russian atomic bomb. But an invasion by extraterrestrials was a legit fear as well. Seems like the mechanic had made his choice. Steht doch aus, Asia. Hat er sich so ein Dings weird gebaut? Stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Und werden wir uns mal auf hier? Ah, hier ist eine Karte. Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Welche Pins? Da. Kann natürlich sein, da sollte man sich vielleicht merken, die Pins. Sollte man mal ein Foto von machen. Drei Pins? Ein Bild davon. Haben wir noch einen Pin? Ne, es sind nur die drei Pins da vorne. Okay, ja, ist ja gut zu wissen. Vielleicht findet man ja da wirklich was. Hier finden wir, glaube ich, nichts mehr. Mal raus. Das ist schon eine kleine Müllhalde, die er hier hat.
Aber eventuell finden wir trotzdem noch die eine oder andere Sache, die wir brauchen können. Hier aber nicht. Dort vielleicht? By following the plan, Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Ah, okay, guck mal, da können wir einen Ski, da fehlen uns aber zwei von den Skis. Wir müssen auf jeden Fall, scheinbar fehlt uns auch noch irgendwas. Sollen wir noch ein paar Sachen finden, die wir da anbringen können? Hier ist wieder so eine Kette. Die Mobilkette. Irgend nichts. Da. Die Kette können wir schon mal ranmachen. Ist das schon mal weg. So, dann brauchen wir noch einen Sitz. Was ist das hier oben? Scheinwerfer, Lenkstange, Sitzplatz. Okay, also gucken wir mal nach, ob wir noch was finden. Da ein Sitz oder sowas. Hm? Da können wir runterfallen. Also ein Säufer war auf jeden Fall, wie man sieht. Hier rein? Dann können wir jetzt ja was hier Neues finden. Wir können das Raumschiff reparieren. Sollen wir es mal machen? Machen wir. It was an indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Okay, jetzt haben wir rausgefunden, aber. Eine selbstgemachte Fliegenhalle, was es nicht alles gibt. Okay, viel mehr können wir da jetzt noch nicht rausfinden. Aber da ist ein Scheinwerfer, das ist schon mal gut. Den Scheinwerfer können wir auch gleich schon mal reparieren. Mehr war hier nicht drin, ne? Sitz war hier jetzt nicht so oder so, ne? Dass wir irgendwie einen Sitz gesehen haben. Nö. Gut, den Sitz haben wir noch nicht. Aber hier ist eine Lenkstange. Haben wir gerade eben die übersehen? Einen sitze ich jetzt nicht. Hier seht ihr einen Sitz. Nee, ne? Gehen wir mal raus. Mal schnell dahin zu den Dingen. Wo geht's denn hier hin? Ah, okay. Da ruhig ein bisschen Holz mitnehmen. Lass uns mal zum Schneemobil gehen nochmal. So, der Sitz fehlt noch und es fehlt noch ein zweites Paar Skier. Einen Ski haben wir gefunden, den zweiten noch nicht. Haben wir nochmal drin im Haus. Gucken wir nochmal ganz kurz im Haus, wenn wir da im Haus nichts finden. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Oh Leute, das ist auch nicht schlecht. Untersuchen. Hm. Richtig viel ist hier nicht mehr, wirklich nicht mehr. Und soll ich vielleicht draußen noch irgendwas finden? Bei seinem Auto vielleicht? Gucken wir mal. Das Auto ist natürlich total ausgeschlachtet. Muss ich trotzdem mal von der anderen Seite angucken. Ich fahre trotzdem noch mal rein. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Leere Flasche ist mal nicht schlecht. Okay, also irgendwo müssen wir noch diese Teile finden. Ein paar müssen wir doch hier irgendwo finden, oder bin ich verkehrt? Hätte ich jetzt gedacht, dass sie hier irgendwo rumliegen.
Kann ja sein, dass es nicht so ist. Aber das würde Sinn machen, oder? Da ist der Sitz. Hochgehen, super. Den Sitz haben wir auch, jetzt fehlt uns nur noch das zweite Paar Ski. Ja. Okay, ein zweites Paar Ski. Andere war hier. Oder das habe ich noch, mehr habe ich noch nicht, ne? Schneemobil-Ski, hier ist nur eins. Würde er es ja auch anbauen können. Wo kann denn das zweite Ski-Ding sein? Hier irgendwo draußen? Schaut Netze aus. Wir müssen trotzdem mal reingehen. Mal alles genau angucken. Licht sieht ja schon mal ein bisschen anders aus, alles. Aber ein zweites Paar Skier sehe ich hier auch nicht. Beziehungsweise ein zweites Paar Ski. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Ist der Zaun kaputt, wenn wir nochmal durchgehen? Hier rumzulaufen ist aber nicht so gesund, ne? Ich glaube nicht, wir gehen wieder zurück. Mist. Ich erwarte, dass es so viel Aufwand ist, einen so einen dummen Skiteil zu finden. Ich habe mir doch schon alles angeguckt hier, nicht blöd. Ich gehe schon mal rein. Mal drin gucken. Wir müssen uns sowieso. These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Huh. Ja, also hier drin finden wir nichts. Schade, schade. Ich muss hier draußen noch mal kurz um, vielleicht habe ich irgendwas übersehen gerade eben. Schien ja auch nicht auf der anderen Seite hier, ne? Ja. Ach, ich kann hier oben rauf gehen, okay. Mal gucken, ob hier irgendwas auf dem Dach ist. Ist nicht zu sehen auf dem Dach. Brücke bauen. Ein paar Schrauben, dann können wir da aufs andere Dach rüber. Okay. Wäre immer interessanter. Aber wie bauen wir jetzt eine Brücke? Erstens haben wir keine Schraubenteile. Behaupte ich mal. Tja, Benzinkanister befüllen. Das können wir natürlich machen. Wir haben einen Benzinkanister da. Holen wir jetzt den mal. Ich habe auch noch andere Sachen im Auto, was ich übersehen habe. Vielleicht haben wir noch ein paar Schrauben im Auto. Gucken wir mal. So. Also. Was nehmen? Was haben wir denn so da? Benzinkanister auf jeden Fall. Und Eisenbahn nehmen wir auch mit. Perfekt, dann können wir die Brücke bauen. Und wir können uns den Kanister befüllen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das machen wir jetzt schnell mal. Du.
Musik ist so ein bisschen dramatisch. Ja, auch so. Sheets of metal everywhere. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Was geht nochmal hier rauf? Und bauen uns eine Brücke, wenn es dann möglich ist. Hält ja gut an, wie abgefahren ist das denn? Aber was bringt uns die Brücke, ist die Frage. Da liegt was. Carl had no idea how to interpret a message like that. On the surface, it seemed like he had one half too many of this puzzle. Enough to know he shouldn't take this testimony as gospel. The entire thing, being some punishment for a murder committed by Hamilton, seemed like an outlandish theory. Carl was doubtful. Ich habe am Schicksalsstrich den 6. Oktober 70 im Wald gesehen, was kein Mensch hätte sehen sollen. Die Außerirdischen sind hier, sie tummeln sich in unseren Wäldern. Sie werden von hier aus über uns herfallen, bis hinunter nach Mexiko. Okay, halb Mensch, halb Wolf, halb Rentier. Okay, das haben wir zwar gefunden hier, aber es bringt uns nicht wirklich weiter. Einen anderen Ski haben wir immer noch nicht gefunden. Also... Runter gehen, da tun uns weh. Ne, es geht noch. Vielleicht das zweite Ski, so ein Kack. Nun gut, den müssen wir glaube ich finden, aber das müssen wir bestimmt beim nächsten Mal machen, denn für heute ist schon wieder Schluss. Aber ich danke euch wirklich fürs Zuschauen. Wie immer interessant das Spiel, muss man einfach mal sagen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Oder auch, ihr habt Lust weiter mit zuzuschauen. Bisschen Tape, Duct Tape. So. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.